Da ist auch was zu gefühlen, auch zu tragen. Nein! Was soll das? Was soll das? Ja, wir haben uns dereinst, als wir mit der Arbeit begonnen haben, Petze genannt. Und zwar ist es ganz wichtig, Mädchen und Jungen, die sexuell missbraucht werden, dürfen nicht über den Missbrauch reden. Und wir wollen ihnen deutlich machen, du darfst drüber reden, du darfst petzen, du darfst dich anvertrauen, wenn du mit einem schlechten, mit einem unangenehmen Geheimnis konfrontiert bist. Meine Gefühle sind richtig und wichtig. Deine Gefühle sind richtig und wichtig. Ich sag nein. Lass das sein. Grenzen setzen, nicht verletzen. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich. Ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Ich kann helfen und mir Hilfe holen. Denn eines sag ich dir, mein Körper gehört mir. Viele Lehrkräfte wissen nicht, wie sie Prävention in den Unterricht holen können. Sie sind oft unsicher und wissen nicht, welche Themen man anschneiden soll. Unsere Aufgabe ist es, ihnen Unterstützung zu geben, sie darin zu ermutigen und ihnen Material zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein Ausstellungskonzept entwickelt. Darin enthalten ist eine Ausstellung, die Mädchen und Jungen besuchen können, Lehrerfortbildung, ein Elternabend, wo die Eltern sich die Ausstellung anschauen können und das Hilfenetz kennenlernen. Pressearbeit gehört dazu und die Vernetzung der Schule mit der Jugendhilfe. Aus der langjährigen Erfahrung der Schulsozialarbeit können wir inzwischen sagen, dass es sehr wichtig und wertvoll ist, mit Präventionsthemen, auch zum Thema sexueller Missbrauch, schon im Grundschulalter zu beginnen, da die Kinder hier in ihrem Entwicklungsstadium tatsächlich auch noch sehr offen und neugierig auf diese Themen sind und sie noch entsprechend gut verarbeiten können. Und diese Strategien, diese Desensibilisierung, das sind aber Sachen, wo wir einen Fuß reinkriegen mit der Prävention. Ne, weil das, wenn das so ganz langsam losgeht, und das sind manchmal Annäherungen von über 2 Jahren. Die Polizei kommt häufig erst dann ins Spiel, wenn es bereits zum Missbrauch gekommen ist. Wir schätzen den Sach- und Fachverstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Petze und unterstützen die Angebote sehr gern. Vor Ort kooperieren wir mit Schulen, die Ausstellung ausleihen. Prävention ist eine Erziehungshaltung, die in den ganz normalen Unterricht hineingehört. Nur wenn Mädchen und Jungen wissen, wann ihre Grenzen überschritten sind, können sie sich Hilfe holen. Dies ist die Ausstellung Echt Klasse für Grundschulen vom Präventionsbüro Petze. Oh, Derek! Hey! Derek, die Riesenspinne. Da ist gar keine Spinne drin. Mit dieser Ausstellung wollen wir die Lehrkräfte und Eltern dazu motivieren, frühzeitig mit der Prävention und mit der Ich-Stärkung zu beginnen. Ja, sind ganz pieksig. Die Ausstellung bietet einen Erlebnisrahmen, in dem sich Kinder spielerisch und handlungsorientiert mit den Präventionsprinzipien auseinandersetzen können. Sie stärkt die Kinder in ihren Kompetenzen und in ihren Rechten, eröffnet ihnen Handlungsmöglichkeiten, ohne die Kinder dabei zu verunsichern. Es ist das Zeichen ihrer Freundschaft und sie haben sich versprochen, niemandem davon zu erzählen. Nico hat auf dem Dachboden seiner Eltern ein Versteck, das niemand kennt. Wenn Nico einmal seine Ruhe haben möchte, zieht er sich dorthin zurück. Ich glaube, das ist ein gutes Geheimnis. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Auf dieser Seite sollen die Kinder die Situation, die auf den Karten stehen, bewerten und sagen, ist es ein gutes Gefühl oder ist es ein nicht so gutes Gefühl. Sind die Karten aufgebraucht, kann man mit diesem Schlüssel das Fach öffnen und die Karten wieder rausholen und ins Fach stellen. An dieser Stelle zum Thema Körper geht es darum, dass die Kinder
die verschiedenen Bereiche des Körpers benennen, wie zum Beispiel Arm, Bauch und Brust. Mit den schwarzen und weißen Magneten bewerten die Kinder, wo sie gerne und nicht so gerne berührt werden mögen. Zum Beispiel, gerne mögen sie vielleicht an der Schulter berührt werden oder am Arm, nicht so gerne berührt an der Brust oder am Knie. Eltern, die sich Sorgen machen wegen des Themas sexueller Missbrauch, denen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es gar nicht so sehr darum geht, den Fokus unbedingt auf dieses Thema zu legen, sondern mit Kindern über Themen wie zum Beispiel Gefühle, körperliches Wohlbefinden oder Beziehung zu anderen Menschen, nämlich Themen, die sie bewegen, zu sprechen und möglichst viele ihrer Fragen zu beantworten. Und dabei ist es so, dass der offene und vertrauensvolle Umgang zwischen Kindern und ihren Eltern die beste Prävention ist. Ja. An der Stille Nein sagen geht es darum, dass die Kinder üben, Nein zu sagen. An dieser Seite speziell suchen sie sich die Stimme, die Hände oder Füße aus und üben vor dem Spiegel das Nein sagen. Nein. An dieser Stille geht es darum, Hilfe zu holen. Auf dieser Seite sehen die Kinder verschiedene Situationen und können hier verschiedene Lösungen eindrehen. Erwachsene dürfen Kinder nicht zu etwas zwingen. Was dürfen Erwachsene, was dürfen Kinder und was dürfen sie nicht? Mit diesen Drehtellern dreht man verschiedene Situationen ein. Überzeugend an der Ausstellung ist, dass sie eine altersgemäße Ansprache an die Kinder hält. Sie können diese in Kleingruppen durchlaufen, dabei eine Vielfalt von spielerischen Angeboten wahrnehmen. Sie können Hörspiele hören, sie können Bilder angucken, sie können Fragen stellen, die sie sich dann überprüfen. Sie können dann im Anschluss daran ihre Erfahrungen, die sie durchlaufen haben, mit anderen Schülerinnen und Schülern austauschen. Und das in einer Art und Weise, die sie weder über- noch unterfordert, weil sie genau altersgemäß und bedürfnisgerecht arbeiten. Ich vertraue meinem Gefühl. Hier geht es darum, dass die Kinder mit diesen Gefühlskarten bewerten, ist es ein gutes oder ein schlechtes Gefühl? Das ist ein schlechtes, weil ich finde, das Kind sieht aus, als ob es das gar nicht will, dass die Frau das sagt. Zeig mal. Mal. Oh ja. Hier ist er auf jeden Fall ganz fröhlich. Hier ist er nachdenklich. Hier sehen die Kinder den Dino in verschiedenen Situationen und sie sollen sagen, wann ist er zufrieden, glücklich, traurig oder wütend? Eltern brauchen keine Angst zu haben, dass Kinder dadurch überfordert werden. Im Gegenteil, diese Ausstellung ist evaluiert worden. In der Evaluation wurde deutlich, dass sie den Kindern Spaß und Freude macht, dass sie sich diesen Themen positiv nähern. Und das ist genau der Ansatz von Prävention. Denn dann, wenn sie Spaß und Freude macht, wenn sie positiv emotional verankert wird, dann ist sie auch nachhaltig und wirksam. Ja, nee, das kann ich nicht. Das? Gute, schlechte und komische Berührung. Hier sehen die Kinder verschiedene Situationen und mit diesen Sprechblasen bewerten sie sie. Hier öffnen die Kinder die verschiedenen Klappen des Hauses und bewerten das, was sie sehen. Nein, ich will meine Ruhe haben. Raus, Mama, du störst. Es gibt auch noch Unterrichtsmaterial zur Vor- und Nachbereitung der verschiedenen Übungen bei der Petze zu bestellen. Also mir liegt es sehr am Herzen, dass meine Schüler wissen, dass ihr Körper wirklich ihnen gehört, dass sie das Recht haben, Nein zu sagen, dass sie das Recht haben, sich Hilfe zu holen, dass sie schlechte Geheimnisse nicht bei sich behalten müssen und dass wir hier ihnen jede Unterstützung geben, die wir ihnen geben können. Und ich denke, so eine Ausstellung ist ganz hilfreich, um das noch einmal sich zu vergegenwärtigen, am liebsten jedes Jahr. Meine Gefühle sind richtig und wichtig. Deine Gefühle sind richtig und wichtig. Ich sag nein, lass das sein. Grenzen setzen, nicht verletzen. Ein gutes Geheimnis behalte ich für mich. Ein schlechtes Geheimnis.
das Wertvollste auf der Welt.